Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. PTR ist gestartet vor 3 Minuten und wir haben einiges vor uns. Lehnt euch zurück. Ich denke, wir werden über die nächsten Tage einiges hier durchnehmen, was uns in Season 5 erwartet. Und heute im Video, ihr habt es am Titel schon gesehen, wird es grundsätzlich nur um die infernalen Horden gehen. Wie schaltet man die überhaupt frei? Was muss man dort tun? Was sind die Belohnungen? Und werden wir uns heute alles genau anschauen. Erstmal sieht man da oben direkt eine Aufgabe: Untersucht den Aufruhr und Zabenzett. Das machen wir einmal und dann gehen wir rein in die infernalen Horden. Weil ich das selber so spannend finde, einmal ganz kurz vorab: Hier sind die ganzen Ubers. So sieht die Farbe jetzt aus. So lila, finde ich sehr, sehr cool. Und weil ich das auch hier im Video, weil das nicht in ein einzelnes Video passt, abfrühstücken will, werden wir das auch einmal fallen lassen und ihr hört einmal hin. So, dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal durch und jetzt geht's ab in die infernalen Horden. Die Questline, die dauert so ungefähr, ja, 15 bis 20 Minuten, je nachdem, wie schnell ihr seid, vielleicht auch etwas länger. Ist sehr, sehr cool für alle, die die Story gespielt haben. Ist sehr geiles Throwback, da will ich nicht zu viel verraten, weil das so Story-Kram ist, habe ich das nochmal rausgecuttet, weil das sollt ihr ruhig selber erleben. Ich glaube, darum geht es heute nicht. Es geht heute wirklich um die Höllenhorden. Und da sind wir jetzt dran. Verwendet den Höllenkompass, um euch den Höllenhorden zu stellen. Öffnet nach dem Verbrauch eines Höllenkompasses eure Karte und wählt die Tore der Hölle aus. Ähnlich wie in Nightmare Dungeon, denke ich mal. Überlebt jede Welle innerhalb der Zeitvorgabe, tötet Feinde und füllt die Leiste, um mehr Aether erscheinen zu lassen. Besiegt den grausamen Rat und gebt Aether aus, um ihre Kisten zu öffnen und euch Reichtümer zu sichern. Nach der Questline gibt es hier diesen Talisman. Erhöht eure kritische Trefferchance, je ein verfügbare Primärressource um 0,5%. Jeder Ressourcepunkt über 100 zählt als 1% Crit-Schaden zusätzlich. Das ist ein sehr cooler Talisman. Ich weiß nicht, ob der so schon bekannt war, aber der Talisman ist nice. Wenn ihr die Questline abgeschlossen habt, dann bekommt ihr zwar schon einen Kompass, um in die infernalen Horden zu gehen. Leider nur für Weltstufe 3. Das könnt ihr abschließen, könnt ihr auch lassen. Für die Questline müsst ihr so oder so einmal die Horde abschließen. Ihr könnt aber auch einfach direkt auf Weltstufe 4 euch ein neues holen. Das gibt es aber nirgendwo zu kaufen, wie zum Beispiel ein Nightmare Dungeon Siegel, sondern die könnt ihr tatsächlich nur finden. Das lese ich einmal ab. Einmal bei Endgame-Bossen, bei in der Höllenflut, in Nightmare Dungeons und von grausigen Gabentruhen. Und ich würde sagen, ich gehe mal eben in die Höllenflut und versuche mal so einen Kompass zu besorgen. Und dann schauen wir uns einmal die infernalen Horden an, weil da gibt es ein paar Dinge, die gut sind und auch ein paar Sachen, die gar nicht so gut sind, meiner Meinung nach. Also, ich muss zugeben, es ist gar nicht so einfach, diese Kompasse zu finden. In der Höllenflut habe ich keinen gefunden. Bei Endbossen habe ich keinen gefunden. Bei Grausige Garbe habe ich keinen gefunden. Jetzt habe ich einen Nightmare Dungeon gemacht und habe endlich einen Kompass am Start, Leute, und wir können endlich reingehen. Also, Kompass in meinem Test im Nightmare Dungeon war jetzt direkt beim ersten einer mit dabei. Und wenn ihr so einen Kompass hier aufmacht, dann entsteht ein Dungeon, ähnlich wie es auch bei den Nightmare Dungeon ist. Das ist immer genau hier. Dort könnt ihr euch dann hinporten und dann geht es auch direkt los in der Höllenhorde. Und die Höllenhorde, hatte ich ja schon mal angerissen, sind es 8 verschiedene Schwierigkeitsgrade, die ihr da bekommen könnt an diesen Kompassen, die ihr random bekommt. Wie gesagt, ihr könnt euch keine herstellen, die werden nur random fallen bei Endbossen, Höllenflut, Nightmare Dungeon, grausige Gaben. Und in dieser Höllenhorde, infernalen Höllenhorde, gibt es immer 5 Wellen. Und jede Welle dauert 1,5 Minuten. Und ich habe eben ja schon mal eine gemacht. Und ich kann euch verraten, das dauert echt arschlang. Also 5 mal 1,5 Minuten hier die Gegner wegfetzen. Dann auch noch Gegner, die relativ. Also jetzt habe ich auch nur Stufe 3, muss ich dazu sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch das geht, aber selbst wenn es ein bisschen schwieriger wird. Also das Gameplay-mäßige hier, was ich mir eigentlich erhofft hatte, dass das ganz cool ist, ist zumindest mal jetzt in meinen ersten Tests sehr langweilig. Das Gute ist, ihr kriegt auf jeden Fall relativ viel Aether oder habt die Möglichkeit, relativ viel Aether zu bekommen. Das seht ihr immer oben rechts auf der Karte, diesen Aether, wenn der irgendwo rumliegt. Wenn wir jetzt gleich auch eine Welle abgeschlossen haben, dann spawnen hier so drei mögliche Zusatzeffekte, die dann auch die Möglichkeit haben, nochmal mehr Ether fallen zu lassen. Und ich würde sagen, ich schneide mal eben dahin. So sieht das Ganze aus. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, uns auszusuchen. Ätherische Masse Schaden 25%. Dafür ätherische Masse gewährt 1 Ether.
Hier haben wir erzeugt bei Wellenbeginn eine ätherische Masse oder ein Äther wird in jeder Welle erzeugt. Das habe ich eben mal genommen, deswegen nehme ich das jetzt wieder. Obwohl, das hatte ich eben schon. Nehmen wir hier was anderes. Massen verursachen unvermeidlichen Schaden. Klingt schwierig. Ich nehme mal das hier mit dem Höllenfeuer. Höllenfeuer und jede Runde gibt es ein Äther mehr. Und jetzt ist es wieder 1,5 Minuten einfach Gegner abschlachten, wo auch doch relativ wenig Gegner kommen. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt mal ans Ende, weil viel mehr passiert hier nicht mehr. Man macht 5 Wellen, sucht jedes Mal hier eine der 3 Dinger aus und sammelt halt so viel Äther wie möglich. Deswegen würde ich sagen, schneiden wir mal 5 Minuten nach vorne, wenn ich hier diese Wellen abgeschlossen habe. Alle Wellen vorbei und jetzt geht man hier durch dieses Tor und geht quasi zu den 3 Bossen, die man besiegen muss. Und danach kann man sich dann Kisten aussuchen. Insgesamt habe ich 52 von diesem Äther einsammeln können. Ich glaube, das ist so ein guter Average, ein guter Durchschnitt. Und jetzt kann man sich einen von den Truhen, 3 Truhen aussuchen. Einmal hat man hier natürlich unsere Beutetruhe, das heißt, ihr könnt jederzeit auch eure Beutetruhe zugreifen, falls ihr voll sein solltet oder ähnliches. Dann haben wir hier einmal normales Equipment. Hier hat man Greater Equipment. Kostet einfach 250 Burning Aether und ich weiß nicht, ob man den da oben speichern kann. Ich werde das Ganze mal ausprobieren. Und hier normal Spoils of Materials, da ist dann alles mögliche drin. Fragmente, normale Materialien und so weiter. Ich werde jetzt hier einmal normale Equipments nehmen. Und das Krasse ist, ihr kriegt ein einziges Item daraus für 25. Ich habe gerade 7,5 Minuten gespielt für 2 legendäre Items. Und man bekommt keinen neuen Kompass. Also ist nicht mal so, dass ich jetzt einfach direkt den nächsten starten könnte. Ich muss jetzt erstmal wieder farmen gehen, mir einen neuen Kompass besorgen, um hier nochmal reinzukommen. Und ich muss euch sagen, das ist scheiße. Werde ich wegpiepen, aber das ist wirklich nicht gut. Also wenn dann nicht, also wenn ich nicht signifikant irgendwas nicht verstanden habe oder hier irgendwas nicht richtig funktioniert, dann ist das sehr, sehr uncool. Leider habe ich es in über 2 Stunden Aufnahme nicht geschafft, noch einen Kompass zu finden, beziehungsweise überhaupt mal einen Abyssal Scrolls, also irgendeine Schriftrolle. Deswegen muss ich euch das leider alles in der Theorie erklären. Also ihr kriegt diese Kompasse auf Weltstufe 4 in Tierstufe 1, 2 oder 3. Ich hatte eben einen Dreier. Den könnt ihr dann mit einer Abyssal Scroll, also so eine Schriftrolle, keine Ahnung. Steht auch nicht, wo man, ich weiß auch nicht, wo man die findet. Ich habe keine gefunden in den letzten 2 Stunden. Ich habe Uberbosse gemacht, ich habe Bosse gemacht, ich habe Helltide Chess aufgemacht, die Helltide komplett gespielt. Ich habe 5 Naipe Dungeons oder so gemacht. Ich habe Grausige Gabe auch gemacht. Ich weiß nicht, wo man die bekommen kann. Vielleicht könnt ihr es mir in den Kommentaren noch weiter erklären. Jedenfalls könnt ihr mit dieser Schriftrolle die Stufe eines Kompasses erhöhen bis Stufe 8. Das ist das Höchste. Und ab Stufe 8 hat man dann auch nicht 5 Wellen, die man besiegen muss, sondern 10 Wellen. Das ist natürlich das Höchste von Höchstem. Die Gegner sind stärker, aber auch der Loot am Ende wird besser. Ich hoffe also, dass das, was ich euch eben gezeigt habe, mit nur einem Item besser wird. 10, also ihr müsst euch das mal überlegen, ne? 10 Wellen sind 15 Minuten, die ihr spielen müsst. Wenn ihr, sagen wir mal, in Welle 10 sterbt und dieser Dungeon kaputt ist, ist der kaputt, dann habt ihr 15 Minuten umsonst gespielt. Ich muss ganz doll dazu sagen, dass wir hier uns im PTR befinden und genau dafür ist der PTR da. Ich hoffe, dass da viel Feedback, da wird bestimmt sehr viel Feedback kommen, an Diablo und an Blizzard gerichtet wird, weil so wie es jetzt ist, ist es absolute Grütze. Ihr habt keine Möglichkeit, diese Kompasse irgendwie gut zu finden. Ihr könnt sie nicht erstellen. Das Upgraden mit dieser Abyss-Rolle, keine Ahnung. Ich habe diese Rolle nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo es sie gibt. Steht auch nirgendwo. Selbst wenn man sie findet, finde ich das System, dass man erstmal einen Kompass finden muss, den man dann upgraden muss. Doof. Dann gibt es 10 Wellen, 1,5 Minuten. Und ihr habt eben gesehen, eine Kiste mit einem Greater Affix garantiert kostet 250 Ether. Das heißt, ihr müsst diese 10 Wellen auch richtig gut Gegner besiegen. Stelle ich mir sehr, sehr
unspannend und unspaßig vor. Schreibt mal gerne eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich hätte euch echt gerne mehr gezeigt. Ich hoffe, da ich über die nächsten Tage im Stream, wenn ihr live dabei sein wollt, gerne mal Twitch abchecken, noch mehr solcher Kompasse finden werde und dann noch mehr Informationen für euch bereithalten kann. Aber ich wollte unbedingt euch am allerersten Tag erklären, wie diese infernalen Horden aussehen, wie ihr die herausfordern könnt, wenn ihr so einen Kompass findet und was es da für ein Loot gibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt zu Diablo 4, würde ich mich natürlich sehr über ein Follow auf den Kanal freuen, sehr über ein Like auf das Video und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.